Heute machen wir Hähnchenfleisch in Creme fraiche und Gemüse. Dazu benötigen wir Hähnchenfleisch, Karotten, eine rote Zwiebel, Kartoffeln, Creme fraiche, Pfeffer, Salz, Öl, Vegetta und eine Pfanne. Als erstes salze ich die Kartoffeln. Und gehe sie auf dem Herd weich kochen. Dann gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Und gehe mit den ganzen Zutaten zum Herd. Wenn wir das Ganze vom Herd genommen haben, müsste es so aussehen. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Kartoffeln in meinen Teller. Und gebe mir ein bisschen Fleisch auf die andere Seite. Und fertig ist unser leckeres Mittagessen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.